Ja, willkommen zum OWL Gaming News begleitenden Let's Play zu Tiny Tor, einem wie im Artikel beschriebenen Jump'n'Run von der Firma Asylum Square. Asylum Square hatte ich so noch gar nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Die haben ein recht nettes Shoot'em'up, angelehnt an R-Typ aus den 90ern, herausgegeben. Das nennt sich Absolute Blue, ist sogar kostenlos, wie ich es gesehen habe. Das werde ich mir definitiv auch nochmal anschauen. Und Hammer Kid, ein 2D Jump'n'Run-Spiel, aber eher in Cartoon-Grafik, was als Basis für Tiny Tor diente. Wir gucken uns mal gerade die Headline an. Entfessle die Retro-Jump'n'Run-Kräfte Mjölnirs und nutze auf deiner Reise durch die Reiche von Asgard zahlreiche Fertigkeiten. Aber aufgepasst, mythische Kreaturen setzen alles daran, den kleinen Tor von seiner wahren Bestimmung abzuhalten. Also, wie der Name schon sagt, Thor und Mjölnir, handelt es sich hier um die Sagengestalt, den Gott Thor aus der nordischen Mythologie, Sohn von Odin. Und der Hammer Mjölnir gehorcht ja praktisch nur ihm. Er kann ihn werfen und er kommt wieder zurück. Und er ist so schwer, dass nur Thor den Hammer auch wirklich als Waffe einsetzen kann. Es sei denn, Mjölnir entsagt sich von seinem Träger. Das Spiel ist von der Aufmachung her wie bekannte Jump'n'Run-Spiele wie Ori, Will of the Wisp oder Mario. Aber dann halt eigene Inhalte, dass man diese Waffe Mjölnir einsetzen kann, um sie in alle möglichen Richtungen zu werfen, gezielt zu werfen, um Gegner auszuschalten. Aber ich würde sagen, wir reden nicht lange drum rum. Der Rest steht im Artikel. Schaut ihn euch gerne an auf owlgamingnews.de. Wir gehen mal in das Spiel rein und schauen uns diesen ganzen Spielspaß einmal an. Ich hatte das schon einmal getestet gehabt. Wir fangen aber nochmal von vorne an. Vielleicht ein bisschen leiser. Die Sounds in diesem Spiel sind wirklich episch. Also die Musik ist hervorragend gestaltet. Und die ganzen Animationen, Grafiken so wirklich liebevoll gestaltet. Bis jetzt ist noch nicht wirklich rausgekommen, was das Spiel kosten wird. Es erscheint am 5. Juni und ist dann auf Steam erhältlich, möglicherweise auch in anderen Online-Bibliotheken. So, wir fangen jetzt hier mal auf Slot B ein neues Spiel an. Die Oberfläche lässt sich in verschiedenen Sprachen einstellen, voreingestellt Englisch, aber ich meine, es ist auch Italienisch mit dabei und Französisch mit dabei. Ich bin natürlich jetzt auf Deutsch gegangen. Die Ingame-Dialoge sind dann dementsprechend halt auch in der ausgewählten Sprache. Das hier ist diese sehr schöne Übersichtskarte, auch die animiert, und je mehr man freigeschaltet hat, desto mehr wird sich ein Weg kennzeichnen, wie bei Mario, wo man dann an verschiedene Punkte auch wieder rangehen kann, für den Fall, dass man einige Sachen, Secrets oder so, nicht gefunden hat. Wir fangen mit dem ersten Level an. Das ist so ein bisschen Easy-Peasy-Einstieg. Birthday Boy. Da sind die beiden Raben von Odin, Munin und Lunin. Das muss ich einmal reinschauen nochmal. Genau, Hugin und Munin. Das sind die beiden Raben von Odin. Au, ich bin schon wach. Ich bin schon wach. Da ging es ganz schön runter. Zum Glück hattest du Bäume, die den Fall gebremst haben. Wenn schon keine Flügel. Ja gut, er hat zwar Flügelchen an seinem Helm, aber na, er kann halt nicht fliegen. Das ist kein Gott, der hier so mal eben durch die Welten durchpäst. Ganz richtig. Aber es hat ganz schön gedauert, bis wir dich gefunden hatten. Der Wald ist groß. Genau, dein Vater wartet sicher schon auf dich. Mit deinem Geburtstagsgeschenk wohlgemerkt. Oh ja, richtig, mein Geburtstag. Was ich wohl bekomme? Also den Legenden zufolge? Hey, du willst ihm doch jetzt nicht sein Geburtstagsgeschenk verraten. Oh ja, natürlich nicht. Du wirst schon selbst zu Odin gehen müssen, wenn du rausfinden willst, was es ist. Ja, wir wissen ja schon, was es ist, ne? Er kriegt ja den Mjölnir zugesteckt, dann von seinem Papa. Wir haben schon mal gespickt. Es wird dir gefallen. Absolut. Also beeil dich. So, das Ganze lässt sich am PC halt über
Gamepad spielen, Tastenbelegung. Der Hammer selber wird später auch eine Tastenbelegung kriegen. Wir können hier rechts und links laufen mit dem Steuerkreuz oder mit dem Analogstick, sofern einer dran ist. Mit der ersten Taste halt hüpfen. Wir haben ein ganz leichtes Momentum auch drin. Ganz leicht, wenn man hüpft, meine ich. So, von der Kante abspringen ist hier teilweise wieder sehr wichtig, sonst erreicht man die Höhe nicht. Okay, hier wäre es jetzt sogar einmal hochspringen gewesen. Diese Diamanten lassen sich einsammeln. Pro Level gibt es unterschiedliche Menge. Man sieht es oben in dem permanent eingeblendeten HUD, Head-Up-Display. 197 gilt es hier zu finden und 3 von diesen großen Rubinen oder was das sind. Und das ist halt die Sache, wenn man mal welche vergessen hat oder irgendwo das Secret nicht gefunden hat, kann man in den Leveln wieder anfangen und die Steine nochmal suchen. Hier, das ist so ein bisschen wie Sonic, man rutscht hier auch runter. Auf die Gegner kann man, sofern man jetzt seinen Hammer noch nicht hat, auch drauf springen. Das ist auch so ein bisschen Mario-Style halt. Hier gibt es ein Herz einzusammeln. Dieses Herz hilft einem dann, wenn man von einem Gegner getroffen ist, dass man nicht sofort stirbt, sondern mehr oder weniger sowas wie eine Energie hat, einen Lebenspunkt hat. Die Steuerung reagiert sehr gut. Es ist sehr schön umgesetzt, sehr responsive. In diese Stacheln sollte man da unten nicht reinfallen. Auch schönes Parallax-Scrolling im Hintergrund, wenn man das so sieht, wie sich die Wolken im Hintergrund bewegen, bis zu den Bergen und den großen Wolkentürmen im Hintergrund. Das hier sind Checkpoints. Soweit ich das bis jetzt mitgekriegt habe, hat man unendlich Leben, aber die Level, die werden schon ganz schön knifflig und man startet dann halt an den Checkpoints. So, jetzt mal gucken, ob diese Schlange runterkommt. Nein, kommt sie nicht. Dann werden wir da einmal drauf hüpfen. Hier ist eine kleine Maus. Die gibt einem teilweise auch Hinweise, wenn man diesen kleinen Mäuschen folgt. Hier haben wir zum Beispiel ein kleines Secret gefunden. Die Mauer, die hat sich aufgelöst. Aber ich kann jetzt auch schon sagen, das Stückchen, was ich gespielt habe in dieser Demo-Version, sind dann doch noch einige Räume, die ich nicht gefunden habe, wo man dann wirklich noch mal ran sollte. So, hier ist man jetzt runtergefallen, okay. Da ist schon der erste Rubin. Man kann mit seinem Helm auch diese Blöcke wegmachen oder diese Steine, aus denen die Diamanten kommen, auch dementsprechend aktivieren. Das ist dann halt wirklich so ein bisschen so wie bei Mario. Hier kann man runterrutschen, sliden. Und das muss man auch, um Geschwindigkeit aufzubauen, um dann auf diesen anderen Vorsprung zu springen. Also sind schon so ein bisschen Mechaniken drin, so ein bisschen Ideen geholt von Sonic zum Beispiel, Sonic the Hedgehog, von Mario und auch von Willow, also Ori Wisps, genau, dieser Will of the Wisps. So, das war's, was ich sagen wollte. Gucken, ob die kleine Maus hier noch irgendwas hat, was sie uns hier zeigen kann. Ich glaube nicht, nein. Dann gilt es jetzt hier erstmal zu springen. Gut, das war daneben. Also teilweise wirklich sehr wichtig, dass man von der Kante abspringt. So, und hier kommen wir jetzt so langsam im Dorf an. Weiß ich gar nicht, war da hinten noch irgendwas? Habe ich da noch was übersehen? Wir haben jetzt 86 von 197. Nein, da oben ist nichts mehr. Die Figuren erzählen einem teilweise auch etwas. Hey, das Geburtstagskind! Alles Gute, Kleiner! Wobei, so klein bist du ja gar nicht mehr. Kleines Mädchen. Hey, Tiny, alles Gute zu deinem Geburtstag. Lass uns mal zusammen mit deinem Geschenk spielen, ja? Ja, wenn man jetzt bedenkt, dass er den Hammer kriegt und sie mit dem Hammer spielen will, das ist vielleicht auch... Naja. Oh ja, das machen wir. Und ein kleiner Hund. Oder Wolf.
Wuff, wuff. Und da geht es zu Papa. Mein Sohn, 8 Jahre alt, komm in meine Arme. Uff, danke Papa, ich glaube, meine Rippen haben ein komisches Geräusch gemacht. Das ist normal im Wachstum. Und du bist schon so groß geworden. Zu diesem besonderen Tag sollst du auch ein besonderes Geschenk haben. Hier, fang! Yes, und da haben wir Mjölnir bekommen. Wow, danke Papa. Das ist das beste Spielzeug, das ich je bekommen habe. Ob das so ein Spielzeug ist? Na gut. So, und wenn man jetzt dann auf die Aktionstaste drückt, wird er den Hammer werfen. Und hat er auch gleich schon hier die Raben getroffen. Oh, das war super. Worauf wartest du noch? Geh spielen, möglichst außerhalb vom Dorf, wo keine Häuser oder Leute im Weg sein könnten. Oder Raben. Denk nur daran, heute Abend rechtzeitig zu deiner Geburtstagsfeier zurück in Asgard zu sein. Ja, klar, Paps. Ja. Der Hammer lässt sich werfen, aber auch sofort wieder zurückholen, wenn man die Taste noch einmal drückt. Und der Hammer lässt sich über die Schultertasten des Gamepads einstellen. Das geht jetzt hier, doch geht hier auch schon, genau richtig. Das heißt, drückt man die Taste, lässt sich eine Trajectory, praktisch eine Richtung anzeigen, in die man den Hammer werfen kann. Und er schleudert ihn ja schon und dann wird er dann halt auch abprallen überall, wo er dann an Mauern oder sowas praktisch kollidiert. Und das wird uns auch in einigen Teilen noch sehr hilfreich sein. Weil es gibt Bereiche, wo man selber nicht rankommt, wo aber auch Edelsteine sind, die man da rausbekommen kann. Und das funktioniert dann wirklich in diesem Bouncing-Verfahren. So, ich glaube, da kam man jetzt nicht hoch. So, und hier unten zum Beispiel können wir dann auch einfach mit dem Hammer ran. Und oben genauso. Da ist auch ein roter Diamant oder Rubin wieder. Gucken, ob wir die Schlange da hinten noch erwischen. Er speichert so die letzte Richtung. Ja. Genau, und durch das Bouncing haben wir dann halt die Schlange auch sofort treffen können. Das heißt, die wird uns da keine Probleme mehr machen. Hier ist wieder dieses Herz, was einem mehr oder weniger so einen zusätzlichen Lebenspunkt gibt. So, gehen wir mal hier hoch. Wir hatten jetzt ja gesehen, dass hier oben schon zum einen der Rubin ist. Oh, und da sehen wir auch, dass hier noch so eine kleine Rotation mit den Diamanten ist. Und der Hammer scheint auch so eine Art Magnetfeld zu haben. Also bis zu einem bestimmten Radius sammelt er dann auch tatsächlich die Steine auf. Und wenn er endlos bounced, wie gesagt, dann kann man den auch hervorragend wieder direkt zurückholen, indem man nochmal auf die Feuertaste drückt. Also das alleine schon macht unheimlich Spaß. Das ist so vom Handling der Waffe her ist das wirklich hervorragend gelöst. Wir gucken mal, ob hier auf der anderen Seite noch was ist. Oh, ho, ho, ho. Das habe ich vorhin tatsächlich übersehen hier. Selber kommt man da nicht durch, weil da diese Spitzen sind, aber man wird den Hammer da reinwerfen können und in einem bestimmten Winkel sammelt er dann auch schön die Sachen ein. Okay, ins Wasser sollte man nicht fallen, dann ersäuft der kleine Tiny. Es gibt zudem dann auch Endgegner in diesen verschiedenen Leveln hier. Und die sind teilweise auch von der Mechanik her recht knackig. So, jetzt lernen wir hier jemanden kennen. Ich habe zuerst vermutet, dass das vielleicht Loki sein könnte.
Die beiden kommen ja nicht wirklich gut miteinander klar. Das ist also praktisch sein Halbbruder. Der schickt einen nämlich jetzt auf eine komische Quest und das ist mir irgendwie ein bisschen suspekt. Aber es wird sich dann zeigen im Endgame. Das war knapp. Danke, dass du mich gerettet hast. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Du bist doch dieser komische Fremde, der manchmal um das Dorf herumschleicht, oder? Das ist schon irgendwo suspekt. Ich überlege, hierher zu ziehen. Da muss man sich ja mal die Gegend anschauen. Und es ist ja auch ganz wunderbar hier. Wäre da nur nicht... Was? Was denn? Ich habe tiefer im Wald ein böses Monster gesehen. Solange das da ist, ist es hier viel zu gefährlich. Ein Monster? In unserem Wald? Ja, eine riesige Bienenkönigin. Eine finstere Energie hat sie verdorben und nun plant sie, mit ihrem Schwarm das Dorf anzugreifen. Jemand sehr Mutiges und Starkes sollte sie aufhalten. Oh, ja, ich könnte sie ja mal aufhalten. Ich habe jetzt diesen Hammer hier und mein Papa sagt, er ist sehr mächtig. Was für eine ausgezeichnete Idee. Aber ich kann nicht. Was? Warum nicht? Ich muss bis zum Abendessen wieder zu Hause sein. Das wird kein Problem sein. Beeil dich einfach ein bisschen. Wer weiß, vielleicht will die böse Bienenkönigin ja schon heute Nacht angreifen. Oh nein, keine Angst, ich werde sie aufhalten. Sehr gut, das Dorf und ich werden dir ewig dankbar sein. Ist irgendwie ein bisschen suspekt, der Gute. So, dann wollen wir doch mal schauen. Hier müsste jetzt gleich irgendwo der Level-Ausgang sein. Genau, da ist Level-Ausgang. Allerdings fehlt mir ja noch ein roter, der ist hier oben. Und so ein paar von den kleinen Edelsteinen fehlen auch noch. Hoppala, und da haben wir schon wieder oben dieses kleine drehende Rad gesehen mit den Steinchen. Das heißt, wir nehmen Mjölnir. Am besten lässt er sich über den Analogstick einstellen und dann sammeln wir uns die mal noch ein. Jetzt haben wir 177 von 197, das heißt also, irgendwo habe ich tatsächlich noch 20 Stück übersehen. So, und hier kann man dann das Level verlassen. Ja, tatsächlich. 177 von 797 nur 3 Rubine. Da müsste ich dann wirklich nochmal gucken, wo die Dinge abgeblieben sind. So, und dann hier im Mario-Style, Mario-like, lässt sich dann auf der Karte der Weg sehen. Man kann zum nächsten Punkt gehen. Das sind die Creepy Crawlies. Hier auch wieder schön mit Mjölnir alles freiräumen. Wobei man hier jetzt aufpassen muss. Hier kommen gleich schon Gegner runter. Man hätte jetzt auch einen Self-Bounce machen können mit Mjölnir wieder, indem man den Hammer einfach wirft und hier unten in diese Kuhle reingeht. Und dann bounzt er zwischen den Schlangen hin und her. Aber das sind so diese Mechaniken, die man so nach und nach noch rauskriegt, wenn man das vielleicht auch mal speedrunnen will. Diese kleinen Schnecken mit ihren Häuschen da unten, die sind ein bisschen tricky, weil sobald man sich zu denen hindreht, so sind die immun gegen den Hammer. Und wenn man sich von denen wegdreht, dann kommen die angelaufen. Und man kann den Hammer nicht blitzartig rückwärts werfen. Das funktioniert nicht. Zumindest nicht so schnell. Doch, das geht. Also man muss sich relativ schnell umdrehen. Die brauchen eine Zeit lang, bis sie sich wieder in ihr kleines Steckenhäuschen verkrochen haben. So, da unten haben wir schon... Oh ja, hier ist auch wieder so ein Bereich, wo man selber vom Sprung her nicht reinkommt, aber... Man kann halt hier schön über einen ganz leichten Winkel Mjölnir wieder in die richtige Richtung werfen.
Nein, das war nicht richtig. Jetzt aber. So, da ist wieder ein kleines Mäuschen. Hat sie irgendwas für uns? Nein. Aber da ist eine Schlange und die ist durch das Bounce-Verhalten von dem Mjölnir wieder weg. Hier geht's runter. Da kann man auch mal komplett aufräumen lassen und schon hat man da keine Probleme mehr. So, jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher. Hier noch irgendwo ein Secret war. Genau, da ist der nächste rote Rubin. Hier sollte man halt auch nicht daneben springen, sondern drauf, sonst verpasst man die Edelsteine. Wenn man erstmal ganz hier unten drin ist, dann ist Feierabend. Jetzt hat es zum Beispiel mit dem Treffen nicht geklappt. Was man natürlich hier auch machen kann, ist, okay, scheinbar habe ich jetzt irgendwo ein unsichtbares Secret gefunden hier. Da war ein Herz. Aber wenn der Hammer von einer Wand wegbounced und man drüber springt, sammelt man ihn nicht automatisch wieder auf. Und so kann man halt auch noch Gegner treffen, die hinter einem sind. Und das ist bei den Necken eigentlich ein ganz guter Weg. Ah, okay, da oben waren Spitzen, an die bin ich jetzt rangekommen. Da hat er sich dann so ein bisschen den Kopf dran gestoßen. So. Irgendwo hier war dann dieses Herz, was ich bekommen hatte. Außer dass das dann jetzt hier nicht mehr ist. Man hier nicht ganz so hoch springen. Schnell noch die Diamanten einsammeln und rüber. Hier machen wir uns das Leben leicht und einfach schön mit Mjölnir die Schlangen beseitigen. Hier wird jetzt auch wieder was von oben runterkommen, genau. Okay, das war jetzt nicht ganz so elegant.
Okay. Ja, okay, jetzt bin ich tot. Da habe ich jetzt nicht richtig reagiert. Aber man merkt schon, diese Gegner, die sind schon so ein bisschen... Na, da muss man schon gucken. Ja gut, da habe ich ihn selber wieder aufgesammelt. Das war jetzt unklug. Genau, so war es eigentlich geplant. Und so bin ich ins Wasser gefallen. Naja, jedenfalls Fazit zu dem Spiel. Wirklich, es ist schön, es ist responsive. Ich bin schon ein Stück weit gekommen. Die Demo-Version selber hat ein paar Level drin. Irgendwo ist dann Schicht auf dem Weg nach dem zweiten oder dritten Wegpunkt. Und es lohnt sich definitiv. Ich werde mir das Spiel in der Endversion sicherlich gönnen. Ich denke nicht, dass es über 20 Euro sein wird. Wie gesagt, haltet die Augen offen auf Steam und ein Review dazu wird dann auf OWL Gaming News folgen. Bis dann und bis zum nächsten Mal und wir lesen uns. Bye.